Intro. Oh, ich soll mal Intro. Oh, Cooling Power. Yeah. Cooling Power. Yeah. Du weißt, dass ich das irgendwann gegen dich benutzen werde. Ich habe letztes Mal vollkommen bewusst, dass das gegen mich benutzen wird. Aber du wolltest ein Intro haben. Ich habe dir ein Intro gegeben. Willkommen zurück, meine lieben Kältis. Im letzten Video haben wir über die Verdampfungstemperatur gesprochen. Und wie wir festgestellt haben, ist es ein Wert. Ich fange nicht wirklich viel damit an. Deswegen machen wir Wert Nummer 2, die Überhitzung. Und wenn ihr keines unserer spannenden Videos verpassen wollt, dann abonniert, drückt die Glocke und liked dieses Video, um unser Projekt zu unterstützen. Los geht's! So, was ist jetzt Überhitzung? Klingt cool, ist auch absolut wichtig für uns. Die Überhitzung entsteht bei unserem Kältemittel, wenn wir die Verdampfung komplett abgeschlossen haben. Wir gehen aus diesem latenten Temperaturbereich hinaus und sind im sensiblen Bereich, so wie ich bin. Ich bin absolut sensibel. Ich wollte es auch schon mal sagen, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Dadurch, dass wir in den sensiblen Bereich jetzt gekommen sind, können wir endlich wieder eine Temperatur messen. Davor konnten wir es ja nicht. Und warum wir es davor nicht machen können, dann schaut doch bitte auf den ersten Teil von der Verdampfung hinein, dann wisst ihr, was der latente Bereich ist. Und dadurch, dass wir jetzt eine Temperatur messen können, können wir auch eine Differenz messen. Und was sagt uns diese Differenz tatsächlich jetzt aus? Na, dass wir diesen latenten Bereich verlassen haben und somit rein in der Theorie zu 100% gasförmig sind oder dampfförmig sind. Ihr trifft es aus, wie ihr wollt. Gas ist eigentlich überhitzter Dampf. Ja, das sind die Schulbücher, Leute. Das sind einfach die Schulbücher. Wir wollen ja Videos machen, wie ihr es auch nennt, somit Gas, Dampf. Aber Chris, warum ist die Überhitzung eigentlich so wichtig? Naja, wenn ich keine Überhitzung habe, haben wir zwar mega geile Kälteleistung. Aber ich glaube nicht, dass unsere handelsübliche Kompressoren es einfach mögen, wenn wir ihnen in die Ventilplatten reinspritzen. Die mögen das nicht. Das bedeutet im Klartext, um es natürlich jetzt fachlich richtig zu erklären, flüssiges Kältemittel ist für unsere Verdichter oder unsere handelsüblichen Verdichter ein Todesurteil. Die Ventilplatten brechen, gegebenenfalls die Ölschmierung, ganz, ganz wichtig. Anders denken viele gar nicht. Wenn flüssiges Kältemittel es schafft, in den Kompressor reinzukommen, dann schäumt es das Öl auf und wir haben tatsächlich dann keine Schmierung mehr. Also ihr könnt euch den Tod des Kompressors einfach aussuchen. Tod durch Ventilplatte oder Tod mangels Schmierung. Somit brauchen wir eine Überhitzung, um festzustellen und auch zu gewährleisten, dass wir wirklich den Aggregatzustandswechsel komplett vollzogen haben. Aber natürlich möchte ich eins dazu sagen, es bringt uns nicht, wenn wir eine elendslange oder eine elendsgroße Überhitzung haben, weil das auch unser Leistungsindikator ist. Also ich nenne es Leistungsindikator, viele nennen es ein bisschen anders. Für mich ist es, es sagt mir aus, habe ich Leistung oder habe ich keine Leistung. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken und noch einmal zu Video Nummer 1 zurückkehren. Ich habe dort gesagt, im latenten Bereich können wir die meiste Wärmeenergie aufnehmen. Das heißt auch der Bereich, wo wir keine Überhitzung messen können. Jetzt möchte ich natürlich in unserem Verdampfer diesen latenten Bereich so lange wie möglich halten können. Das heißt am liebsten bis ans Ende unseres Verdampfers, um die maximale Leistung rausholen zu können. Somit sage ich immer wieder, wir sollten eine relativ kleine Überhitzung haben, aber so groß, dass wir gewährleisten können, dass unser Verdichter überlebt. Gibt es dafür auch eine Faustregel oder eine Faustformel? A² plus B² ist C². Okay, es war jetzt einfach irgendeine Formel. Und jeder, der ein Kältetechniker ist oder überhaupt ein Techniker ist, weiß, was das bedeutet. Ja, in der Regel gibt es eine. In der Regel sagt man, bei thermostatischen Expansionsventilen bewegen wir uns so roundabout 6 bis 10, manchmal sogar 12 Kelvin. Bei elektronischen Ventilen hingegen, da können wir auch schon mal ein bisschen runtergehen bis zu die 2 Kelvin, weil es einfach wesentlich schneller und nicht so träge reagiert. In diesem Bereich, sage ich mal, sind wir relativ safe, wir haben Leistung, aber wir schützen noch alles, was wir da hinten noch drauf haben. Oh Chris, mein Kopf überhitzt auch schon maximal. Wie messe ich das jetzt genau?
Wir haben ja in unserem ersten Video von den Messungen gesagt, dass wir die Verdampfungstemperatur messen. Die brauchen wir jetzt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, im Idealfall nehmen wir jetzt die Verdampfungstemperatur so nah wie möglich beim Verdampfer auf der Saugleitung. Das wäre der Idealfall. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, aber wenn ich die Möglichkeit habe, so knapp wie möglich zum Verdampfer zu kommen, dann nehme ich dort nierrückseitig meine Verdampfungstemperatur raus. Den Wert nehme ich jetzt mal her. Sagen wir einfach mal minus 10 Grad Celsius. Einfach mal so. Ich nehme jetzt einfach einen Wert. Und dann packen wir Messgerät Nummer 2, ein Thermometer. Mehr brauchen wir nicht mehr dazu. Wir nehmen jetzt die Oberflächentemperatur unserer Saugleitung so knapp wie möglich nach dem Verdampfer auf. Im Idealfall dort, wo der Füller zum Beispiel vom Expansionsventil sitzt, irgendwo da in der Nähe. Und dann sollte ich mit dem Thermometer eine höhere Temperatur messen, als was ich gemessen habe als Verdampfungstemperatur. Wenn wir jetzt zum Beispiel zurückkehren, minus 10 Grad Celsius haben wir gesagt, haben wir eine Verdampfungstemperatur und ich sage mal, minus 4 Grad Celsius messen wir auf der Saugleitung, also haben wir dort eine Differenz. Und diese Differenz wird in Kelvin angegeben. Und was haben wir? Minus 10 Grad Celsius zu minus 4 Grad Celsius wären dann 6 Kelvin Überhitzung. Ein wunderschöner Wert beim thermostatischen Expansionsventil. Aber jetzt kommt es natürlich. Dieser Wert kann durch diverse Störungen verfälscht werden. Ein kleines Beispiel dazu. Ich habe einen vereisten Verdampfer. Wenn ich einen vereisten Verdampfer habe und mein Kältemittel bekommt gar keine Wärmeenergie, dass es verdampfen kann, dann habe ich natürlich eine weitaus kleinere Überhitzung oder vielleicht gar keine Überhitzung und ich denke mir, boah, ich habe Leistung. Dabei habe ich gar keine Leistung, weil ich keinen Wärmeaustausch habe. Das bedeutet im Klartext wiederum, ich habe jetzt mit den zwei Videos zwei Messwerte, die sagen mir schon einiges über die Kältelage aus, aber wirklich hundertprozentig den Zustand, ob die Anlage funktioniert, ob die Anlage das tut oder welche Störung sie hat. Dafür brauchen wir natürlich noch viel mehr Messwerte und die kommen in den nächsten Videos. Also, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert, wartet aufs nächste Video, dann gehen wir den dritten Messpunkt durch. Wir können uns natürlich über dieses Video auch noch gerne live auf Twitch unterhalten. Verfolgt mich auf Instagram, auf TikTok, dann wisst ihr, wann ich online bin oder wo ich gerade auf der Welt bin. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hallo. Ich probiere es einfach nochmal neu. Ob das ist kein Öl und E-Meter, ich habe hier einen Android vor mir stehen. Ich bin ein Roboter. Entschuldigung. Oder dampfförmig sind. Tritt es aus, wie ihr wollt. Gas ist eigentlich überhitzter Dampf. Ja, das sind die Schulbücher, Leute. Das sind einfach die Schulbücher. Wir wollen ja Videos machen, wie ihr es auch nennt, somit Gas, Dampf, Mexikaner. Oh, das lassen wir weg. Schwieriges Thema. Mexikanisches Essen wollte ich eigentlich sagen, aber Mexikaner ist doch mal raus. Es hätte eigentlich mexikanisches Essen werden sollen.